Gossau, unsere Heimat, ist wirklich schon sehr alt. Unsere Gemeinde wird ja bereits 777 nach Christus zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt. Es gibt einiges an Aufzeichnungen und Nachrichten, die sich auf Gossau mit seinen Wachten beziehen. In früheren Zeiten waren die Wachten ganz eigenständige Dörfer, die auch eigene Gesetze und Ordnungen hatten. Es war jahrhundertelang sehr ruhig um unsere Heimat. So um 17. Jahrhundert herum tauchen dann die ersten Karten und Stiche auf, die uns erlauben, einen kurzen Rückblick in die Vergangenheit zu nehmen. Wo dann die Fotografie auch im Zürcher Oberland Einzug gehalten hat, tauchen plötzlich ganze Mengen von Bildern auf, die Gossau und seine Wachten zeigen. Und in den späteren 20er Jahren tauchen sogar die ersten Flugaufnahmen auf. Wenn man die Daten, die noch vorhanden sind, genauer anschaut, kann man fast mit Sicherheit sagen, dass die noch der bekannte Flugpionier der Walter Mittelholzer aus seinem Doppeldecker rausgeschossen hat. Bertschiken scheint bei allen Fotografen in einer ganz besonderen Gunst gestanden zu sein. Es sind doch fast ein Viertel von allen Aufnahmen von dieser Wacht. Nicht nur heute, schon früher, sind halt die Bertschiken-Touren ein bisschen anders gelaufen. Das ist natürlich überhaupt nicht negativ gemeint. Die Fotos, die wir hier sehen, stammen alle aus der Sammlung von Jakob Zollinger von Herschmettlen, vielen von uns bekannt als Kobi Zollinger. Er hat ja jahrzehntelang als Ortschronist eine grosse Sammlung von Dokumenten und Fotos angelegt. Lassen wir uns doch in eine Zeit zurückversetzen, wo in diesen Landschaften und Häusern auch Menschen gelebt haben. Sie mussten zum Glück nicht nur arbeiten, sondern auch manchmal festen. Wenn wir die Besiedlung von damals mit heute vergleichen, wird uns bewusst, wie sich innerhalb einem Jahrhundert die Gemeinde Gossau entwickelt und verändert hat.
Wir leben in einer Gegend, wo ein grosser Teil von unserer weiteren Umgebung unter Naturschutz steht. Ein Teil davon sogar unter Bundesschutz. Unsere Gemeinde hat sich darum immer intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. In den Kriegsjahren 1939 bis 1945 hat man in der Aarbauschlacht Walen aus verständlichen Gründen auf die Landschaft nicht immer Rücksicht nehmen können. Darum versucht man heute, die damalig begradigten Bäche und Bächle wieder zu revitalisieren. Ebenso will man das Wasser, das teilweise in Röhren verlaufen tut, wieder freilegen. In den 70er und 80er Jahren sind die Bäche in Wertschiken und alle Winden wieder freigelegt worden. Zum Glück sind ein paar Super 8 Filme aus dieser Zeit erhalten geblieben. Dass die ganze Arbeit nicht für die Katz war, zeigen die Untersuchungen von Biologen 5 Jahre später. Sie haben festgestellt, dass sich an diesen Wasser, die fast wieder ihren natürlichen Lauf nehmen, 21 Insekten und Kleinlebewesen angesiedelt haben. Und die Wasserproben zeigen eine Zunahme von 18% Sauerstoff. Die Blumen und Pflanzenarten haben sogar um 60% zugenommen. Es ist enorm wichtig, dass es wieder mehr Insekten und Käfer gibt. Das ist die Nahrung von vielen Vögeln in unserer Heimat. Aber auch das braucht viel Einsatz von der Vogelschutzgruppe aus Grossau. Wir sehen hier den Werner Irmiger beim Nistkästenprüfen. Begleitet wird er dabei vom ehemaligen Gemeinderat Hans Lienhardt mit der Super 8 Kamera. Verschiedene Nistkästen hängen hoch oben an Baumstämmen. Die werden alle Jahre abgehängt, geputzt und auch repariert. Und dann wieder aufgehängt, damit die Vögel wieder einen sauberen Nestplatz vorfinden. Thank you.
In unseren Gemeindeschutzgebieten kommen noch verschiedene Blumen und Pflanzen vor, die mehrmals als gefährdet gelten haben. Unsere Biotope werden vom Naturschutzverein mit viel Aufwand gepflegt und gewartet. Nach dem Arbeiten wird zusammengesessen und sich verpflegt. Und der damalige Gemeindepräsident, der Gerry Schnurrenberger, hat die einsatzfreudigen Helfer besucht und ihnen gedankt. Ja, apropos Verein. In Bertschiker gibt es auch heute noch einen toll organisierten Frauenverein. Der Frauenverein macht nicht nur Spielübungen mit viel Küchen und anderen Leckereien. Wie schon erwähnt, in Bertschiker gehen die Touren einfach ein bisschen anders. So hat es der Frauenverein schon zweimal fertiggebracht, über ihre Wacht einen Film zu drehen zu lassen. Aber die Bertschiker Frauen können nicht nur Elfer ausspielen und jassen, sie können dort beim Jassen auch noch 5 Ass weisen. Der Frauenverein Bertschiker greift auch dort zu, was nötig ist. So zum Beispiel bei den Schulhausinweihungen. Dort haben sie damals Festwirtschaft geführt. Oder wie hier am alljährlichen Rebenlichtli und Fackelumzug. Dort schauen sie auch dafür, dass niemand hungrig heimgehen muss. Unsere Gemeinde hat sich in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder tüchtig für den Sport engagiert. So ist bereits 1973 der Weiterparcours eröffnet worden. Das hat natürlich viel gefreut. Es hat aber auch Leute gegeben, die gemeckert haben, wer den ganzen Tag gearbeitet hat, müsse nicht zu Abend auch noch in den Wald rumkumpen. Im Herbst 1974 ist dann der neue Fußballplatz eingeweiht worden. Zur Eröffnung haben der Gemeinderat gegen die Oberstufenschule gepflegt
und die Schülerinnen und Schüler gegen ihre Lehrer shootet. Dass es da nicht ohne den Grossherr Musikverein gegangen ist, ist klar. Natürlich haben noch andere Mannschaften gespielt. Es ist ein richtiges Grossauer Dorffest geworden. Es waren sehr spannende Spiele, auch wenn verschiedene, eine kleinere oder gar eine mittlere Verletzung als Andenken mitgenommen haben. Aber das gehört natürlich bei so Turnieren einfach dazu. Im Herbst 1982 hat die Sektion Gossau von den Naturfreunden in unserer Gemeinde den kantonalen Kompasslauf durchgeführt. Der Ernst Seiler, der Jules Wider und der Freddy Zeugin haben das Ganze organisiert. Da, an diesem Kompasslauf, ist es nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Genauigkeit angekommen. Es hat Gruppen gegeben, die haben die avisierten Punkte auf 2 cm genau angetroffen. Es hat sich nämlich gelohnt, das ist um den kantonalen Meistertitel gegangen. In unserer Gemeinde hat man eine wichtige Tradition am Leben erhalten. Schon 1923 ist von ein paar eingewanderten Berner der Hornusser Verein gegründet worden. Ihr erster Spielplatz war in der Zweibohlenaussen. Später hat man dann ins Bulgarien gezügelt. Der Göpf Lehmann hat 1963 die Hornusser im Film festgehalten. Für ihr Material, aber auch für die Geselligkeit, haben die Hornusser eine eigene Hütte aufgestellt. Es ist noch ein bisschen einfach zu und her gegangen. Das hat aber bei diesen urchigen Hornusser absolut keine Rolle gespielt. Natürlich hat man auch versucht, die jungen Bursten für den Sport zu begeistern. Vor der Hütte aussen hat man Suppe gekocht und die Brüder Karl und Fritz Schenk haben die musikalische Unterstützung mit ihren Handorgeln gebracht. Man hat sich bei den Hornusser immer zu helfen gewusst. Wenn einer Zahnweh hatte, ist man mit einer Wasserpumpenzange den Zahn ausreissen. Beim Spülen sei auf der Flasche schien das Hürli mal gestanden. Die Grossauer Hornusser waren immer ein fröhliches Völkchen. Als Gesamtsieger von unserer Bleiben wir beim Sport. Im Jahr 2003
ist Gossin Start- und Zielort für das Einzelzeitfahren der Tour de Suisse gewesen. Es war ein riesiger Rummel. Der schnellste auf dieser 36 km langen Strecke war der Bradley McGee. Und der Vinokuro ist mit seinem zweiten Rang der neue Goldtrikotträger geworden. Und jetzt, Honis, das ist grossartig, das ist magnifique, das ist formidable. Der 30-jährige Kasoche hat heute im Einzelzeitfahren rund um Gossau seinem Widersacher Francesco Casagrande 53 Sekunden abgenommen und sich so den grössten Erfolg von seiner bisherigen Karriere gesichert. Das heutige 32 km lange Einzelzeitfahren gönnt der Australier. Einzelzeitfahren braucht enorm viel Stehvermögen. Und wir wollten mit einem kleinen Test herausfinden, wer von unseren jungen Schweizer Nachwuchsfahrern das Größte hat. Und wer könnte das besser, den Test durchführen, als unsere Ex-Miss-Schweiz Jenny Ann Gerber. Damit übergebe ich dir das Messband. Walter deines Amtes. Okay. Der Patrick Galgani, 26-jähriger. Der beste Schweizer war der Fabian Cancellara. Er ist 8. geworden. Um beim Schweizer Nachwuchs ein besseres Bild über ihre Stärke überzukommen, haben wir sogar einen Wedli-Mess-Wettbewerb gemacht. Und auch da war Fabian Cancellara dabei. Er wird mit einem Vieri bewertet. Und wie sieht es bei einer anderen Tessiner Zukunftshoffnung aus? Nämlich beim Rubens Bertoliotti, seines Zeichens letztjähriger Goldtrikotträger an der Tour de France. Breiter als erster? Ja, 39,5. Und Fühl- und Sehtest? Also es fühlt sich gut an. Ich finde es fast noch besser als erst. Es ist ein bisschen mehr dran. Ich kann das noch gerne. Und Drasur? Ja, Drasur ist nicht gerade frisch, aber es ist ein bisschen stachelig. Aber mal, ich würde sagen, auch ein Vieri. Doch, schön braun. Hast du gewusst, dass für viele Frauen das ein bisschen sexy ist, die Beine von den Radfahrern? Hast du das auch schon gemerkt? Ja, auch für die Radfahrer, die Beine von den Frauen sind sexy. Und wir schreiten zu unserem letzten Teilnehmer am strammen Tele-Zürich-Wedli-Test. Zum Sieger vom diesjährigen Tour de Suisse Prolog, zum Fabian Cancellara. Hey, sorry, gell, ich muss das machen. Also, ja, es fühlt sich eigentlich gut an. Ich glaube, es sind etwa die stärksten Wedli, die ich besitze. Wenn ich schlussendlich noch der Sieger wäre vom Rennen, wäre ich noch über Glück. Aber ich denke, sicher auch ein kleiner Trost. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz im Radsport, dass sich auf der letzten Etappe die Leader im Gesamtklassement nicht mehr gegenseitig wehtun. Nichtsdestotrotz heisst morgen die Etappe Steffen Aarau. Und wer weiss, vielleicht gewinnt es sogar ein Schweizer. Mit dieser Hoffnung verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen Im Herbst 1989 haben die ehemalig Wehrpflichtigen von Gossau können oder müssen auf Hiwil abgeben. Und weil es der Jahrgang 29 war und auch der Hermann Frauriger dabei war, hat er natürlich wieder etwas ganz Spezielles organisiert. Er hat alle Gossau aufgeboten, sich in Gossau-Dorf zu versammeln. Dort sind Ross und Wagen parat gestanden, alle sind verladen worden. Und weil der Hermann Frauchiger der Verpflegung in Hiwil nicht so recht getraut hat, ist auch gerade noch eine Gulaschkanone mitgeführt worden. Natürlich sind sie nicht auf dem direkten Weg auf Hiwil hochgefahren, sondern sie haben im Oberland auch gar noch eine Ehrenrunde eingelegt.
In der Turnhalle Zivil sind sie traditionsgemäß von einem Regierungsvertreter verabschiedet worden. Auch der ehemalige Gemeindepräsident Jakob Zimmermann ist da in der Grossauer Reihe gestanden. Wie man so gehört hat, hat es dann schon Tage, wo die letzten am anderen Tag heimgegangen sind. Im Mai 2000 ist in Grossau etwas Seltenes passiert. Das Panzerbataillon 14 ist zur Fahnenabgabe in unsere Gemeinde eingefahren. Schon am Morgen am 7. ist Vorauskommando unter dem Kommando von Major Felix Stocker durchs Güterab beim Schützenhaus eingetroffen. Auf dem Platz beim Schützenhaus ist dann alles für die Fahnenabgabe vorbereitet worden. Eine halbe Stunde später ist dann das ganze Bataillon von Grossau unten rauf eingefahren. Es war schon imposant, gewesen, wie die 55 Töner hier um den Kielerrang herumgetunnert sind. Sie sind direkt von Frauenfeld über das Döstal ohne Halt bis Grossau durchgefahren. So mit einem Tempo von 60 Stundenkilometern haben die Kolosse den Boden kratzen und zittern gebracht. Und sogar die Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus Berg durften eine Stunde lang die Schule schwänzen, um dieser Einfahrt zuzuschauen. Auf der Strasse von Altrütti bis fast auf Ottikaben sind dann alle Fahrzeuge vom Bataillon parkiert worden. Das ganze Bataillon ist dann aufmarschiert. Kompanieweise, in vier Kolonnen, ist man auf den Platz eben marschiert. Wo dann der Akt vorbei war und alles wieder abmarschiert war, hat der Gemeinderat das ganze höhere Kader zu einem Apéro ins Schützenhaus eingeladen. Auch in der Gemeinde Grossau ist der Zivilschutz ins Leben gerufen worden. Da ist der ganze Zivilschutz unter dem Kommando von Ueli Reifler aus dem Grütt zu einem sogenannten Normtag aufgeboten worden.
An diesem Tag ist alles wieder mal repetiert worden, was man mal gelernt hat. Ja, sogar das Anpassen vom Gasrüssel hat der Zivilschutz wieder mal müssen üben. In der Altrüti oben war auch die Küche schon am Wirken. Wir können sehen, mit welcher Begeisterung die am Herdöpfelspitzen waren. Aus allen Himmelsrichtungen sind die Detachemente auf die Altrüti anzumarschieren gekommen und es war schon eine respektable Anzahl von Männern, die dort verpflegt worden sind. Für den Sanitätsdienst hat es dann am Nachmittag noch eine spezielle Übung gegeben. Bei der Übung ist man davon ausgegangen, ein Sturm habe Bäume umgelegt und ein paar Männer verletzt. Der Zivilschutz hat mit einfachsten Mitteln die als schwer verletzt gekennzeichneten Figuranten müssen bergen. Hat die Bauernmusik Gossau, die schon im Jahr 1978 gegründet worden ist, zusammen mit dem Frauverein Ottiken den Bauernmorgen durchgeführt. Beim Mehrzweckgebäude zu Ottiken haben sie einen gäbigen Standort gehabt. Die Leitung von dem Konzert hat einer der Gründer dieser Formation, der Heinz Wotli von Grütt, gehabt. Bei der Gründung des Bauernmorgen haben auch verschiedene Mitglieder vom Musikverein Gossau mitgemacht. Zum Glück hat Hans Lienhardt vom Allenberg wieder zu seiner Super 8 Kamera gegriffen und den wichtigen Moment festgehalten. Später ist der Bauernmorgen, der auch heute noch durchgeführt wird, an einen anderen Standort, in die Altrüti, verlegt worden. Thank you.
Apropos Bauernmusik. In Grossau, in der Fuchsrütti aussen, gibt es einen Bauernbetrieb, der sogar noch Musik macht. Familie Hauser, das heisst der Vater Urs mit seinen drei Söhnen, macht Musik und nennt sich Milky Boys. Im Dachschuss von ihrem Haus haben sie ein ganzes Studio installiert. Siehst du den Bernet mit dem Wald oben dran? Mir lässt dich dann Vogelsang, wo ganz nöch. Vorne dran die Hütte, was machen die Weine Käse? Im Käseladen siehst du, viele Leute gehen die ein und aus. Darum klingen wir die gelben Panorama. Schingelbock mit 3000 Klariden und der dünne Stock. Mange Gipfel hat es oben weggetan. Das Vreneli, das Gärtli mit der Gehen wir ein paar Jahre zurück. Die Szenen sind nach 50 Jahren wieder auftaucht. Sie zeigen uns ein paar Ausschnitte von der Schulhausewege 1962 im Grütt. Dort hat dann sogar der spätere Bundesrat Bernd Sprucker Festrede gehalten. Und der Anlass ist auch wieder zum Dorffest geworden.
Im Jahr 2003 ist das Altersheim Grünegg total renoviert und modernisiert worden. Der Hans-Rudi Keller hat den Umbau geleitet. Nicht nur das Haus, sondern auch die ganze Umgebung ist neu gestaltet worden. Und zwar so, dass alle Wege rollstuhlgängig geworden sind. Auch für die tägliche Pflege ist vieles neu eingerichtet worden. Weniger Schwindel von außen. Ja. Auch der Arzt ist regelmäßig auf Visite gekommen. So sehen wir hier den Dr. Meili aus dem Grün, wie er mit den Heimbewohnern über ihre Gebreste diskutiert und sie dort beraten. Also die letzte Dinge, ich glaube, im Januar gesehen, wo sie da sind. Ja, das ist herrlich. Ah, also, wir sehen uns. Wo wir in 2 Wochen wiedergehen. Wenn wir schon beim Grünegg sind, da ist im Jahr 1992 noch ganz etwas anderes vorgekommen. Die Gemeinde hat verlangt, dass in einem Katastrophenfall der Zivilschutz im Stand sein muss, das ganze Heim in der kürzesten Frist zu evakuieren. So hat der Zivilschutzchef den Betreuungsdienst aufgeboten, das Ganze mal im Maßstab 1:1 zu üben. Der Gemeinderat hat dafür einen Kredit bewilligt und einen Gar zur Verfügung gestellt. Und man hat gemerkt, dass das Ganze wirklich nicht so einfach ist. Bis man nur einmal den besten Weg gefunden hat, zum Beispiel einen Rollstuhl fachgerecht zu verstauen. Zum Glück hat der Betreuungsdienst aus Sicherheitsgründen noch 2 ausgebildete Krankenschwestern aufgeboten. Man ist dann mit dem Gar auf die Schwegalp hochgefahren. Unter den strengen Augen vom Zivilschutzchef, dem Ueli Reifler, haben wir alles wieder ausgeladen, einen Kaffee getrunken und wieder eingeladen. Und weil die ganze Übung recht anspruchsvoll war, ist die gesetzte Zeitlimite bei weitem überschritten worden. Thank you.
Zum Mittagessen hat die Übungsleitung extra eine Beiz mit steilen Stegen ausgesucht. Und dort hat man dann gelernt und geübt, wie man mit Invaliden in den Rollstuhl die steilen Stegen kann überwinden kann. Alles in allem war das eine sehr lehrreiche Übung. In unserer Gemeinde hat es auch Kinderfest gegeben. So anfangs der 70er Jahre, wo die Schulkinder vom Schulhaus Kapp zu einem Fasnachtsumzug gestartet sind. Damals hat es in Gossau noch eine Fasnachtsgesellschaft gegeben, wo der sehr aktive Hans Ross ins Leben gerufen und auch gerade noch geleitet hat. Und auch heute haben wir noch eine Fasnachtsgesellschaft, die Fest Otter heisst. Es war eine grosse Geschah, die bei dem winterlichen Wetter teils auch noch Eltern und Helfer begleitet auf ihrem Umzug durch die Gemeinde gezogen sind. Es waren so viele Kinder, dass man zur Sicherheit auch noch die Polizei aufgeboten hat. Und der Mario Gottrozzo von Gossau hat die Szene von diesen vielen Kindern ihren Verkleidungen mit seiner Kamera festgehalten. Im Jahr 1993 ist das neue Gemeindehaus eingeweiht worden. Im Dezember von diesem Jahr hat es auf dem neuen Gemeindehausplatz einen Weihnachtsmarkt gegeben. Eine grosse Anzahl von kunsthandwerklichen Arbeiten sind zum Verkauf gekommen. Und nur durch einen Zufall sind die paar Szenen erhalten geblieben.
Auch im Jahr 2002 ist der traditionelle Neujahrsapero in der Altrütti durchgeführt worden und sehr gut besucht war. Der Anlass war für den langjährigen Gemeindepräsidenten Gerry Schnurrenberger ganz ein besonderer. Hören Sie zu, was er zu verkünden hatte. Liebe Gossauerinnen und Gossauer, für mich ist es heute der letzte Aperitif als Gemeindepräsident. Ich höre nicht auf, weil ich genug habe oder weil ich nicht mehr mag oder weil ich keine Freude mehr habe. Ich höre auf, weil es Zeit ist. Nach 28 Jahren Dienst an der Gemeinde nehme ich Abschied. Sie haben mir während 16 Jahren die Leitung der politischen Gemeinde anvertraut. Und ich danke Ihnen für den Auftrag, der mir viel Freude gemacht hat. Ich habe versucht, nach einem Wort von Bernard Fox mein Team im Gemeinderat und in der Verwaltung zu führen. Ein Chef ist ein Mensch, der es versteht, in den Köpfen anderer Leute zu denken. Auch dieser Anlass hat ja wieder gezeigt, dass sich die Bevölkerung für die Angelegenheiten der Gemeinde interessiert. Hoffentlich sind auch in Zukunft immer wieder Leute bereit, sich zum Wohl von Gossau einzusetzen. Nur so gelingt es, dass sich unsere Gemeinde weiterentwickeln kann und für seine Einwohnerinnen und Einwohner eine wunderschöne Heimat bleibt.